Im zweiten Teil unserer Tutorial-Reihe werden wir zunächst eine quadratische Funktion eingeben. Wir wählen dazu als Bezeichnung f von x ist gleich minus 1 Viertel x² plus 4x plus 9. Wir sehen hier natürlich nur einen kleinen Teil der Parabel. Durch geschicktes Zoomen durch Scrollen und Verschieben des Zeichenbereiches bekommen wir nun den entscheidenden Teil der Parabel abgebildet. Auch hier werden wir zunächst den Graphen umbenennen. In groß G von klein f. Lassen uns auch dort die Nullstellen anzeigen. Dazu verwenden wir den bereits bekannten Befehl löse f von x ist gleich 0. Wir erhalten die beiden Lösungen x ist gleich minus 2 und x ist gleich 18. Wir können auch den Befehl löse, Klammer auf, f von x ist gleich 6 eingeben. Dort erhalten wir diese beiden Lösungen. Das sind die x-Werte, für die der Funktionswert den Wert 6 annimmt. Hier und hier. Nun definieren wir einen Punkt S mit dem Befehl Extremum. Klammer auf, klein f. Dies ist der Scheitelpunkt der Parabel. Wir geben nun die Schnittpunkte der Parabel mit der x-Achse manuell ein. Dabei benennen wir den ersten Punkt mit n1 ist gleich minus 2, 0, Klammer zu, und n2, 18, 0. Hinweis: Bei GeoGebra sehen wir zwischen der Bezeichnung n1 und den Punktkoordinaten ein ist gleich. Das ist bitte im Unterricht zu vermeiden. Für GeoGebra ist n1 einfach nur eine Bezeichnung eines Punktes und das ist gleich legt fest, wie dieser Punkt definiert ist. Das ist ein Schritt, den wir natürlich beim Rechnen im Unterricht nicht machen müssen. Nun geben wir zudem die Geradengleichung aus dem ersten Teil des Tutorials ein. G von x ist gleich 1 halb x plus 1. Auch hier werden wir den Graphen wieder sofort umbenennen in groß G von klein g. Zwischen den beiden Graphen lassen sich auch die Schnittpunkte ermitteln. Das funktioniert mit dem Befehl Schnittpunkt. Klammer auf, f, g. Dabei werden uns diese beiden Punkte a und b ausgegeben, die wir hier in der Mitte erkennen. Generell lässt sich durch zwei verschiedene Punkte eine Gerade zeichnen. Dabei wählen wir den Befehl gerade, Klammer auf, und wählen die eben ermittelten Punkte S und B. Dabei erhalten wir eine weitere Gerade H. Wir benennen auch diese um in groß G von klein h und wählen im Reiter Algebra im Feld der Gleichung die Darstellungsform y ist gleich m mal x plus t. Wir sehen auch in der Eingabezeile, dass diese neue Form der Gerade übernommen wurde.